Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Wir sind am Start mit der 13. Episode. Heute geht es im Pokal gegen Fortuna Düsseldorf und in der Liga gegen Borussia Dortmund. Wird auf jeden Fall eine interessante Angelegenheit. Beides Spiele, die wir gewinnen können, die wir aber auch verlieren können. Gerade im Pokal Hannover immer sehr, sehr schwach. Und ich hoffe, dass wir natürlich aber trotzdem beide erfolgreich für uns gestalten können. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Momentan ist so ein bisschen Hektik hier am Start. Übrigens sehr gute Trainingsergebnisse. 3x B, 2x C bei Star Maxima und bei André Hoffmann. Aber das ist definitiv in Ordnung. Heute ist übrigens auch der erste Spieltag der Rückrunde. Das heißt, es ist Samstag. Ich muss in ungefähr anderthalb Stunden los. Und die Sache an der ganzen Geschichte ist jetzt, ich versuche gerade noch ein Video aufzunehmen. Im Hintergrund läuft die Gegnersuche gerade. Das heißt, sobald ich einen Gegner gefunden habe, muss ich hier dieses Commentary unterbrechen. Aber trotzdem versuche ich erstmal hier ein bisschen das Ganze quasi gleichzeitig zu machen. Wir haben, habt ihr gerade schon gesehen, weiterhin Spieler, die wir scouten können. Das ist relativ easy eigentlich. Aber wir brauchen halt momentan nichts mehr, denn das Transferfenster ist ja bereits vorbei. Und von daher müssen wir mal schauen, wie wir jetzt mit den Spielern, die wir geholt haben, weiter fortsetzen können und in der Saison weiter erfolgreich in der oberen Tabellenhälfte bzw. um die europäischen Plätze mitkämpfen können. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Die Aufstellung, ihr seht schon, Sam Maxima auf links, auf der rechten Seite Leonardo Bakuna, der soll also gleich mal sein Debüt machen. Oder heißt er Leandro? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall irgendwas mit Leo Bakuna. Sagen wir einfach Leo, das ist in Ordnung. Und dann haben wir da noch Johansson, auch der soll direkt von Anfang an spielen als Rechtsverteidiger. Links haben wir Edgar Pripp. Ich glaube, ich stelle da noch Sorkin, bin mir gar nicht mal so sicher, ob ich das mache. Aber auf jeden Fall ist das ja, wie ich bereits schon tausendmal erklärt habe, die Variante, die ich bevorzuge, beziehungsweise die ich ganz gerne umsetzen möchte, dass wir Sorg und Albonos beziehungsweise Pripp auf links haben als Option und auf der rechten Seite Johansson und Bakuna, auch wenn Bakuna natürlich als Flügelspieler genauso gut dastehen könnte wie als Rechtsverteidiger. So, Sam Maxima kommt dann auch noch raus, dafür kommt Albonos auf der Linksverteidigerposition und Pripp geht ins linke Mittelfeld. An sich sieht das alles relativ stark aus. Bakuna kommt in der Rechtsverteidigerposition und Johansson geht ganz raus, Uwe Bech kommt dafür rein und vorne drin haben wir dann Mbakogu. Ich habe vergessen, dass wir bereits ein Spiel mit den beiden gemacht haben, mit Bakuna und mit Johansson, deswegen gerade dieses etwas verwirrte Commentary, aber das macht, glaube ich, nichts. Felix Klaus kommt auch mal wieder auf die Bank, genauso wie Charlie Benshop. Tim Diersen ist der dritte Spieler. Das sind die drei, die ich ganz gerne einwechseln würde, ob ich das wirklich mache. Werden wir mal sehen. Je nachdem, wie der Spielverlauf so ist, können wir das ja immer noch entscheiden. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal rein in die Partie. Ich wünsche euch viel Spaß. Uns natürlich das Weiterkommen in die nächste Runde. Fortuna Düsseldorf hat einige Spieler, die mal bei 96 gespielt haben. Vielleicht machen die uns einen Strich durch die Rechnung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ja, viel Spaß und bis gleich. DFB-Pokal und das ist eine ganz, ganz interessante Partie, die wir hier heute haben. Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96. Auf der einen Seite ganz viele ehemalige 96er, auf der anderen Seite 96, die sich extrem stark ja im Winter gemausert haben und sehr gute Verstärkungen eingekauft haben, unter anderem Leandro Bakuna, der bereits im ersten Ligaspiel richtig gute Ansätze gezeigt hat und auch heute in der Startelf steht gegen die Düsseldorfer. Wir sind schon im Viertelfinale, normalerweise ist das nicht üblich, dass Hannover so weit fortschreitet in einem Pokalwettbewerb, aber die Saison läuft es richtig gut. Seit Trainer MGT da ist, ist Hannover definitiv gereift und heute stand eine sehr reife Elf auf dem Rasen, unter anderem nicht mit Randlinger, sondern mit Paul Nardi, der französische Leihkeeper, der Pokalkeeper bei 96 und dementsprechend bekam er heute mal wieder die Chance, sich zu präsentieren und vielleicht ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Wir gucken uns natürlich die beiden Aufstellungen an, auf der einen Seite Düsseldorf, die Heimmannschaft mit Rensing, Schauerte, Madlung, Botzek und Schmitz, davor dann auf der Doppel-6 der Kollege Fink zusammen mit Hesel, davor Mattes, Bolli, Kerim, dem hier bei Axel Bellinghausen in der Sturmspitze Van Deunen. An sich gäbe es, wie gesagt, viele 96er, die da theoretisch zum Einsatz kommen können. Allerdings war keiner mit von der Partie, zumindest nicht in der Startelf. Sowohl Sergio da Silva Pinto als auch Didier Akunan und Christopher Ivoire auf der Bank. Bei Hannover Nardi im Tor, davor dann die Viererkette mit Bakuna, Marcelo, Sané und Albonos. Davor Schmiedebach und Föhr, Uffe Bech zusammen mit Edgar Pripp, Albertus Nack. Und in der Sturmspitze haben wir dann Jerry Mbakogu. Sehr ordentliche Ausstellung auf jeden Fall. Es könnte eine spannende Partie werden. Leroy Föhr, der durfte sich natürlich mal wieder beweisen heute, denn er ist momentan eigentlich der Stammspieler im zentralen Mittelfeld und so unverzichtbar, dass er sowohl in der Liga als auch in der Rotationselfenpokal seine Einsatzchancen bekommt. Allerdings hat der MGT auch gesagt, es ist keine reine Rotationself, wie er es normalerweise im Pokal handhabt, denn das Viertelfinale ist schon ein bisschen weiter fortgeschritten und da muss man darauf achten, dass man schon ein bisschen weiter bzw. ein bisschen besseren Kader auf die Beine stellt, bzw. natürlich auch eine bessere Elf, um den Gegner wirklich mit Sicherheit zu besiegen. Der Schiedsrichter Ansgar Hauenstein pfifft die Partie dann an. Wir springen rein in die erste Szene und man muss direkt mal sagen, Düsseldorf natürlich als krasser Außenseiter der zweiten Ligist nicht unbedingt mit den größten Chancen, was die Wettquote angeht. Allerdings ja, starten sie gar nicht schlecht, standen gerade defensiv relativ gut. Hannover spielte in der Anfangsphase oft auf das Tor der Düsseldorfer, bekam aber nichts Gefährliches zustande. Die erste gefährliche Aktion gab es bei Düsseldorf. Dieser Versuch hier mal aus der Distanz war noch nicht ganz so krass, aber sah gar nicht mal so schlecht aus. Dann allerdings ein Fehler in der Defensive, nur zwei Minuten später. Der Ball auf Jerry Mbakogu und der steht frei vorm Tor, will aber nochmal rüberlegen. Großer Fehler, hätte das Ganze selber machen sollen, dann hätte sie wahrscheinlich 0:1 gestanden. Es ging weiter mit Hannover, die jetzt offensiv ja Pressing spielten. Das ist Uwe Bech mit der Flanke in die Mitte und da ist Leroy
Föhr, gerade angesprochen, 1:0, 28. Minute. Der Niederländer trifft mal wieder und diesmal mit dem Kopf. Zuletzt getroffen gegen Borussia Dortmund, damals mit dem linken Fuß. Und diesmal zeigt er seine Sprungstärke und seine 1,88 Körpergröße, die er wunderbar einsetzen kann. Ganz, ganz schwach da, am Ball vorbeigesprungen und die Flanke von Bech ist gut. Und im Endeffekt sieht Renning auch nicht sonderlich toll aus gegen Föhr. Aber der springt natürlich auch gut hoch und macht das 1:0. Damit war Hannover jetzt natürlich im Voraus, beziehungsweise hatte den Vorteil. Die Fortuna im Hintertreffen und die hatte auch ihre Schwierigkeiten zurückzukommen. Wir springen ja in die 32. Minute, gleich die nächste Chance für Hannover. Wieder eine gute Flanke und Rosenack kommt da fast noch entscheidend an den Ball ran. Düsseldorf war jetzt ein bisschen konfus hinten drin und gerade diese Flanken machten Probleme. Jerry Mbakogu hier mit dem Kopfball, aber Rensing mit der klasse Parade. Charlie Benchop stand übrigens auch im Kader, der ehemalige Fortuna, im Sommer erst zu Hannover gewechselt. Warum er nicht in der Startelf stand, begründete MGT damit, dass Mbakogu momentan weniger Spielzeit bekam und ein bisschen das Selbstvertrauen zurückerlangen möchte und dafür das Vertrauen des Trainers bräuchte. Es ging weiter in der zweiten Halbzeit mit Jerry Mbakogu. Dieser Kopfball war die erste gefährliche Aktion, aber noch nichts zu dramatisch. Auf der anderen Seite kam dann Düsseldorf mal nach 79 Minuten endlich mal ein bisschen gefährlicher fast Tor. Die Flanke aber abgefangen von Paul Nardi. Und dann kam die größte Chance, der eingewechselte Jakunan versucht's mal, allerdings nicht sonderlich gefährlich, kein Problem für Nardi. Wir springen in die 90. Minute und da kam nochmal Hannover nach vorne. Die Flanke auf Alberos Nack, den Ball aber nicht gut annehmen kann und dementsprechend nicht verwerten kann. Es war aber im Endeffekt egal, denn nach dieser Szene war Schluss. Eine highlightarme zweite Halbzeit ist aber für Hannover vollkommen egal, denn sie stehen im Halbfinale des DFB-Pokals. Unglaublich, was aus dieser Mannschaft geworden ist, vom absoluten Pokalgespenst, das sie ja eigentlich schon immer waren, die immer in der ersten oder zweiten Runde selbst gegen kleine Teams rausflogen, gewinnen sie jetzt sogar gegen die eigentlich nicht so starken Fortuna. Fortuna, die aber im Pokal definitiv keine leichte Nummer sind. Sehr beeindruckend, was da momentan läuft bei 96. Leroy Föhr schießt sie ins DFB-Pokal-Halbfinale. Mal sehen, wie weit es noch geht. Vielleicht wird 1992 der Pokalsieg gegen Borussia Mönchengladbach wiederholt. Wir dürfen gespannt bleiben. Für Düsseldorf ist die Reise vorbei und Hannover steht kurz vorm Finale. Ja, das war doch, denke ich mal, ein relativ ordentliches Spiel. Wir haben wenig zugelassen defensiv, was ich sehr schön finde, denn wir haben ja mit einer B-11 so gesehen hinten drin gespielt. Bakuna erstmals auf der Rechtsverteidigerposition, hat gar nichts zugelassen über seine Seite. Links hatten wir Albonos, der hat auch relativ wenig zugelassen, auch wenn die eine Flanke da, die gefangen wurde von Nardi, über seine Seite kam, aber das macht ja nichts. In der Mitte haben sich Sané und Marcelo auch sehr, sehr gut präsentiert. Oder waren es überhaupt Sané und Marcelo? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall Marcelo war der eine davon. Bin ich sehr stolz drauf, beziehungsweise bin ich sehr froh drüber, denn in den letzten Wochen hat es nicht so gewirkt, als ob die sonderlich stark drauf wären. Aber es scheint sich zu ändern und es scheint, als ob die momentan ganz gut mit dabei wären. Wir haben eine Pressekonferenz und Turnierpreisgeld, kriegen natürlich mal wieder einen Obolus dafür, dass wir eine Runde weitergekommen sind, aber was soll's. Und jetzt spielen wir gegen den Verein, gegen den Leroy Föhr sein erstes Tor für uns gemacht hat, und zwar gegen Borussia Dortmund. Das wird definitiv schwierig, allerdings ist Dortmund nur 10. Ihr seht es gerade in der Tabelle unten rechts. Das heißt, sie stehen 3 Plätze hinter uns, aber nur 2 Punkte. Die können also an uns vorbeiziehen. Wir können uns aber von Dortmund distanzieren. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass Dortmund natürlich einen extrem starken Kader hat, der gerade für eine Mannschaft wie 96 nicht unbedingt leicht zu bespielen ist. Ich bin trotzdem gespannt, ob wir das schaffen werden. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Pokalpartie haltet und was ihr davon haltet, dass Dortmund nur Tabellenzehnter ist. Beziehungsweise wie das allgemein mit dem Realismus im Karrieremodus aussieht. Das ist nämlich wieder mal so ein Faktor, den man mit einbeziehen muss. Es ist FIFA. Und hier steht Dortmund nur auf Tabellenplatz 10. Bayern würde auch normalerweise nicht mit einer B11 gegen ein Team spielen, das momentan gut drauf ist. Aber sie haben es hier gemacht. Und dementsprechend Karrieremodus realistisch ist halt schwer zu gestalten. Oder etwa nicht. Wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Selbst wenn man es versucht, gibt es halt immer noch solche Faktoren, die das Ganze dann mehr oder weniger unmöglich machen. Samak Simar spielt auf der linken Seite. Pripp als Linksverteidiger mal wieder. Das heißt, Albonos kommt nicht zum Einsatz. Oliver Sorg, ich weiß nicht. Vielleicht verkaufe ich den im Sommer sogar. Der spielt jetzt zwar Rechtsverteidiger für Bakuna, sehe ich gerade. Setze ich ihn doch ein. Aber ich weiß nicht so wirklich. Weil ich mag den zwar, aber es ist auch kein Spieler, bei dem ich sage, oh, den muss ich unbedingt halten, weil Pripp mag ich halt, beziehungsweise ist halt vielseitig einsetzbar. Albonos ist halt, ja, mag ich halt sehr gerne und ich weiß nicht, dazu haben wir halt noch rechts Bakuna und Johansson. Ich glaube, ich würde eher Sorg verkaufen als Albonos, weil Pripp will ich auf jeden Fall behalten, einfach weil er auch das Rating hat und Albonos, weil ich ihn mag und weil er ein bisschen Potenzial noch hat, das Sorg halt einfach nicht so wirklich aufweist. Ist halt so eine Frage, ne? Schreibt mir auch gerne mal dazu was in die Kommentare, bin ich interessiert auch auf jeden Fall an eurer Meinung, was ihr dazu zu denkt. An sich wäre es natürlich schade, weil Sorg halt auch ein Model ist, ne? Also der modelt ja ganz gerne mal, hat ja auch seine eigene Modekollektion rausgebracht, die irgendwie Soul oder sowas heißt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu schreibt oder was ihr dazu zu sagen habt. Und dummerweise muss ich jetzt gerade Ultimate Team spielen. Das heißt, ich kommentiere das Ganze gleich, was aber perfekt passt. Ich mache jetzt hier einen kurzen Aufnahmecut und dann sehen wir uns gleich wieder mit Papier gegen Dortmund. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich.
Hannover zu Gast im Signal Iduna Park. Das ist eine Partie, die normalerweise relativ eindeutig ist. Aber diese Saison ist vieles anders beim BVB. Nur Tabellenplatz 10 für die Dortmunder. Das sollte sich heute ändern. Mit einem Sieg könnte man an Hannover vorbeiziehen. Die sind nur 2 Punkte weiter vorne und auf Tabellenplatz 7. Das heißt, man würde sich im internationalen Geschäft wieder nähern. Das ist natürlich der Wunsch der Fans, denn das wäre auf jeden Fall traurig, wenn Dortmund das diese Saison nicht schaffen würde. Momentan sieht es aber, wie gesagt, nicht sonderlich gut aus. Gerade in der Defensive ab und zu haarsträubende Fehler, die einige Punkte bereits gekostet haben und auch in Zukunft kosten könnten, wenn sie sich da nicht stabilisieren. Wir schauen uns die Aufstellung gleich mal an. Die beste Abwehr der Liga hat nämlich Hannover 96. Das heißt, es geht vor allem auch um die Defensive der Hannoveraner. Denn wenn die heute wieder solide steht, dann kann auch die Superoffensive von Borussia Dortmund mit beispielsweise Pierre-Emerick Aubameyang oder Marco Reus nicht sonderlich viel ausrichten. Wir gucken auf die Aufstellung der Dortmunder. Im Tor Roman Bürki, davor Matthias Ginter, Sokratis, Mats Hummels und Marcel Schmelzer. Eigentlich eine absolute brachiale Defensive. Momentan funktioniert es so leider nicht. Ilkay Gündogan, Gonzalo Castro, Sven Bender, Pierre-Emerick Aubameyang, Marco Reus und Henrik Mkhitaryan in der Offensive. Ein absoluter Bombenkader. In der Champions League läuft es richtig gut für die Dortmunder. Aber in der Liga, naja, passiert noch nicht wirklich viel. Auf der anderen Seite Hannover 96 mit Radlinger im Kasten zurückgekehrt, nachdem Nadi im Pokal gespielt hat. Davor Sorg, Marcelo, Sané und Prip in der Viererkette. Leroy Fer und Ivar Fossum wieder mal auf der Doppel-6. Alain Saint-Maximin, Tim Diersen, Felix Klaus und Mevlüt Erlinç bildeten die Offensive. Tim Diersen, die Überraschung im Kader von MGT. Albert Rosnack saß nur auf der Bank. Und irgendwer musste ja den abgewanderten Kiyotake ersetzen. Das ist also die Aufgabe des Youngsters, der Hannoveraner, der ja bereits 2 Saisontore immerhin gemacht hat. Allerdings ging es los mit den Dortmundern in der Offensive. Die wollten direkt mal zeigen, wer hierher im Haus ist und hatten die ersten guten Chancen der Partie. Das ist Aubameyang, der legt aber auf Mkhitaryan. Das war der erste Versuch des Armeniers nach knapp 4 Minuten. Das sah schon mal gar nicht so schlecht aus. Von Hannover kam nicht viel. Sie versuchten ab und zu nach vorne zu spielen, wurden aber je gestoppt. Hier allerdings mal Erdic mit einer wunderbaren Balleroberung und schöner Doppelpass dann mit Ivar Fossum. Dann hat er ganz viel Wiese vor sich. Gonzalo Castro kommt nicht so wirklich hinterher, aber hier legt er sich den Ball ein Stückchen zu weit vor und dann ist im Endeffekt Roman Bürki da und der Schweizer hat keine Probleme, diesen Ball dem Türken vom Fuß zu stibitzen. Es ging weiter auf der anderen Seite, es war deutlich gefährlicher, wenn Dortmund vor das Tor der Hannoveraner kam. Das ist Ilkay Gündoğan, der versucht es aber. Wunderbare Parade von Radlinger, gar keine Frage. Trotzdem war Hannover wackelig hinten in der Defensive und Dortmund machte das richtig gut. Gonzalo Castro hier mit der nächsten Gelegenheit in der Offensive macht das gut, zieht nochmal zurück und dann zieht er einfach mal ab. Der Ball aber weit am Tor vorbei. Er sah trotzdem deutlich gefährlich aus, es fehlte halt nur das Tor auf Seiten der Dortmunder. Dann mal ein Freistoß von Marco Reus in die Mitte. Matthias Ginter legt nochmal ab und dann ganz grober Fehler von Fossum und das ist Mkhitaryan schon wieder. Aber erneut eine klasse Parade von Radlinger, die das 0:1 aus Hannoveraner Sicht verhindert. Dann gab es eine Kontergelegenheit mal wieder. Das ist der Ball auf Tim Diersen und der hat wieder mal ein bisschen Wiese vor sich. Setzt sich da klasse durch gegen Sokratis. Die Flanke in die Mitte und Erdinç immer mal mit dem Kopfball aufs Tor. Das war gar nicht so schlecht. 45. Minute. Danach ging es in die Halbzeit. Aus dieser Halbzeit kam Dortmund auch deutlich stärker raus als die Hannoveraner. Das ist wieder Matthias Ginter. Der hat da viel zu viel Zeit und viel zu viel Platz eigentlich, um irgendwas zu machen. Die Flanke in die Mitte ist gut, aber das Kopfball geht am Kasten vorbei. Es sollte einfach nicht sein in der Offensive bei Dortmund. Es lief gut, die Chancen waren da, aber das Tor wollte einfach nicht fallen. Auch in der Szene Aubameyang und abgefälschter Schuss dann. Es warf sich bei 96 wirklich jeder überall rein. Sie versuchten irgendwie das 0:0 zu halten und dann kamen sie sogar mal in die Offensive ab und zu. Wie wir gerade gesehen haben, Ivar Fossums Konterversuch wurde noch abgewehrt, denn Dortmund ja machte das gut auch heute defensiv. Wieder ein Versuch von Aubameyang und dann kam mal ein erfolgreicher Konterversuch. Das ist Mevlüt Erlinç, der den Anhänger leitet, dann Diersen weiter auf Saint-Maximin und der hat eine gute Idee. Am ganz, ganz, ganz hinten zweiten Pfosten steht nämlich wieder Mevlüt Erlinç. 1:0 für Hannover 96, 64. Minute. Ganz, ganz überraschend gegen die Roten in Führung und das war wieder mal ganz, ganz schwach verteidigt. Erlinç leitet selber ein und niemand hat den da mehr auf der Rechnung. Diersen und Fer am ersten Pfosten lenken die Verteidigung ab und der Kopfball des Türken ist unhaltbar für Roman Bürki. Genauso, dass er ihn nicht mehr bekommen kann. Ganz bitter für Dortmund. Die lagen jetzt hinten, versuchten zurückzukommen, aber Hannover machte das stark. Ivar Fossum, Balleroberung, Felix Klaus im Zusammenspiel mit Mevlüt Erlinç. Die beiden ja, machen das wunderbar. Da waren in der Hinrunde ausgemustert. Jetzt zeigen sie, dass es besser können. Die Flanke von Klaus aber abgewehrt. Der ist momentan noch so ein bisschen, naja, kritisch gesehen von MGT. Allerdings versucht er sich ranzukämpfen. Dortmund kam wieder mal vor das Tor mit Aubameyang. Der ist mit Ramos mittlerweile eingewechselt. Entschuldigung, der ist schnell, aber nicht abschlussstark genug, um Radlinger in Bedrängnis zu bringen. Bei Hannover begann dann die Kunststückchen. Das ist Johansson mal mit der Flanke. Allerdings ist das nicht seine Kernkompetenz. Hier der Ball deutlich zu weit. Ja,
ja, nach vorne gespielt. Bei Hannover kam trotzdem mehr Spielkultur auf diese abgefälschte Schuss von Saint-Maximin. War allerdings dann auch das letzte Highlight der Partie, denn von Dortmund kam in der Schlussphase gar nichts mehr. Und man kann also dementsprechend nicht sagen, dass sie irgendwie versucht hätten, beziehungsweise erfolgreich versucht hätten, Hannover zu verstoßen. Denn sie verlieren gegen die Hannoveraner mit 1:0. Bittere Pille auf jeden Fall für die Dortmunder. Sie hätten das Spiel normalerweise gewinnen müssen. Deutlich mehr Chancen auf Seiten der Schwarz-Gelben. Aber Hannover einmal mehr mit gnadenloser Effektivität. Mevlüt Erdinç mit seinem zweiten Saisontor. Nein, dritten Saisontor, Entschuldigung. Das spricht momentan wirklich alles für 96. Sie mausern sich weiter nach oben, stehen kurz vor den internationalen Plätzen. Dortmund, ja, rutscht weiter ab. Jetzt sind wir dabei in Elfter. Es sieht nicht gut aus für das internationale Geschäft in Dortmund. Sie verlieren mit 0:1 zu Hause gegen Hannover. Also suboptimaler für Dortmund kann es eigentlich schon gar nicht mehr laufen. Das ist wirklich relativ bitter gewesen, weil der Sieg war, in der Schlussphase haben wir besser nach vorne gespielt, nichts mehr zugelassen. Aber davor war es halt komplett unverdient. Es war halt ein Konter und der war direkt mal erfolgreich. Besser konnte es für uns ehrlich gesagt gar nicht laufen. Freut mich auch extrem, dass das so funktioniert hat. Aber ist natürlich trotzdem bitter. Für den BVB kann man absolut nichts gegen sagen. Wir trainieren unser Team hier mal wieder. Die Ergebnisse sind ja in Ordnung, außer unser Jugendspieler Mopi. Der kriegt ein D, das ist nicht so super, aber ist auf jeden Fall auch in Ordnung. Der ist jung und der darf das auf jeden Fall nochmal. In der nächsten Episode geht's dann weiter mit den nächsten Spielen. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Ich mich auf jeden Fall. Es ist momentan so, dass mir der 96-Karrieremodus extrem viel Spaß macht, weil es einfach auch so gut läuft. Und dementsprechend bin ich gespannt, ob es in den nächsten Wochen so weitergeht. Vielleicht kommen wir tatsächlich ins internationale Geschäft. Die Transfers dafür haben wir jetzt auf jeden Fall getätigt. Sowohl Kollege Kokorin als auch Kollege Bangura als natürlich auch unser letzter Neuzugang Joan Gourcuff sind alle Spieler, die auf jeden Fall international spielen müssen und wollen. Und dementsprechend müssen wir alles geben, damit wir diesen 6. Tabellenplatz, den wir momentan innehaben, verteidigen. Ich versuche alles dafür. Ich hoffe, ihr wisst das. Ich hoffe, ihr schätzt das. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es euch heute gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich wie immer sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns, wie gerade bereits angesprochen, beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.